Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mit euch eine kleine Verpackung wackeln. Und zwar verbirgt sich hier in dieser Verpackung vier kleine Teelichter. Und ja, ich finde die voll süß. Ihr könnt die hier oben aufmachen. Ja, sie sitzt ziemlich stramm, aber es passt so perfekt rein. Und ja, jetzt binde ich das mal wieder zu. Ich habe diese kleine Verpackung jetzt mal in zwei verschiedenen Designs gemacht, damit ihr vielleicht noch eine Inspiration mehr bekommt. Und ja, zusammen werden wir jetzt noch mal die mit dem Hirschi machen. Das ist ein Stempel, also alle Stempelsets findet ihr im Herbst-Winter-Katalog jetzt zurzeit. Und ja, ich zeige euch jetzt mal die Stempelsets. Also alles, was ihr hier seht, findet ihr im Herbst-Winter-Katalog. Außer die Schleifenbänder. Die findet ihr nicht im Herbst-Winter-Katalog. Das gibt es schon nicht mehr. Das ist noch ein altes Band aus der Celebration. Ich glaube, vor voriges Jahr oder vor 2 Jahren. Ich weiß nicht mehr genau. Hatte ich aber noch hier. Hat auch gut gepasst. Deshalb habe ich das verwendet. Und zwar brauchen wir jetzt für die Verpackung zwei Stempelsets. Und zwar habe ich hier Weihnachtliche Vielfalt und Weihnachtshirsch genommen. Die gibt es zusammen auch im Produktpaket mit den passenden Stanzen. Und ja, ich habe jetzt hier den Hirsch gestempelt in Espresso und mit der passenden Stanze. Ich zeige euch mal die Stanzen, wie viel ihr hier drin habt. Das sind nämlich eine ganze Menge. Und hier den Hirsch habe ich ausgestanzt und diese hier findet ihr auch noch drin. Und hiervon habe ich nur die Wörter hergenommen. Da gibt es aber auch passende Framelits dazu. Die sehen so aus. Die sind auch ganz toll. Werde ich in den nächsten Tagen auch mal noch eine Karte davon werkeln oder so. Mal gucken, was mir noch alles so einfällt. Und dann habe ich das Designerpapier Hüttenromantik hergenommen. Das ist ein ganz tolles Papier. Finde ich voll schön. Die Farben sind sehr schön. Und ja, das ist so genau meins. Und das ist eine zurzeit von meinen absoluten Lieblingsfarben. Es übertrifft fast sogar Savannah. Und zwar ist es das Granit. Finde ich wunderschön. Ja, und ihr braucht jetzt Farbkarton. Ich habe jetzt den extra starken Vanille pur und mein Falzbrett. Und ihr braucht jetzt zwei Stücke Farbkarton, einmal in der Größe 4 3 Achtel mal 8 1 Viertel Inch, nee, 8 1 Achtel Inch, sorry. Das Originalvideo, wo ich die Verpackung gesehen habe, ich habe die Maße aber ein wenig abgewandelt, findet ihr unten in der Infobox genauso wie den Link zu meinem Blog. Da findet ihr alle Maße in Inch und Zentimeter wie immer. Also einfach unten anklicken. Also 4 3 Viertel mal 8 1 Achtel Inch. Und dann braucht ihr noch ein Stück 3 1 Achtel mal 7 1 Viertel Inch. Und das Ganze wird jetzt gefalzt. Ich fange jetzt mit dem kurzen Stück hier an. Und zwar falzt ihr das an der 7 1 Viertel Inch Seite bei 3 1 Viertel und 4 Inch. Und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, das ist aber optional, könnt ihr entweder ihr macht euch, also ich werde beides machen, Designerpapier drüber und außen hat man dann das Gerillte, wie von, ja, wie nennt man das? Ja, so geriffelt sieht das eben aus. Alle 1 Achtel Inch ziehe ich die Falzlinie hier nochmal nach. Und dann brauche ich noch das längere Stück und das falze ich jetzt an der 8 1 Achtel Inch Seite so bei 5 Achtel Inch. Bei ein Viertel. Bei 4 3 Achtel. Und bei 5 Inch.
Und dann dreht ihr das Ganze und falzt es rechts und links nochmal bei 5/8 Inch. Dann darf das weg. Und dann brauche ich jetzt mein Falzbein. Und falte mir das Ganze. Ihr könnt es, also ich bevorzuge immer zuerst die Falzlinien nachzuziehen und dann zu schneiden. Es gibt aber auch Leute, die mögen es lieber andersrum. Macht das so, wie euch das am besten passt. So, dann brauche ich jetzt meine Schere. Und da schneidet ihr jetzt hier an an den Quadraten hier kleine Eckchen raus. Hier, die schneide ich komplett weg. Das ist auch was, was ich abgeändert habe zum Originalvideo. Sie hat die Laschen oben stehen gelassen. Mir stört es nur. Aber ihr könnt euch das Video gerne angucken und wenn euch das andere besser gefällt, könnt ihr das natürlich auch anders machen. Mir war das so lieber. So, und hier unten noch. Das darf in den Müll. Na. Doofes Ding. So. Nun brauche ich noch meinen Eckabrunder und lege mir das jetzt hier rein und mache mir hier die Ecken rund. Und dann brauche ich jetzt mein Abreißklebeband. Und mache mir jetzt hier an die Innenseite ein Stück Klebeband, an die kurzen Seiten. So, und hier bei der Box wird es dann so, dass das nach hinten geklebt wird. Das heißt, ich mache mir jetzt hier unten auch Klebeband dran. Und da mache ich mir zwei Streifen jeweils hin. Und hier auch. Dann drehe ich mir das Ganze um und mache mir jetzt hier, also ihr könnt es entweder bestempeln. Ich zeige euch gerade mal meine andere Box hier noch. Hier hatte ich jetzt die Innenseite bestempelt und habe mir hier was Kleines aufgesetzt. Hier in der anderen Box habe ich das Designerpapier drin gehabt und das mache ich jetzt hier auch. Das heißt, ihr braucht ein Stück 3x3 Inch Designerpapier und klebt das Ganze jetzt hier drauf. Das mache ich jetzt direkt.
und klebe mir das Ganze jetzt hier drauf. So, dann könnt ihr euch jetzt eine dekorative Stanze eurer Wahl nehmen. Ich habe hier bei der anderen die Sonne genommen. Ich muss jetzt gerade mal gucken, ob ich für diese vielleicht die nehme. Ich muss jetzt gerade mal gucken, wie breit die ist. Müsste wahrscheinlich gerade so gehen. Mal gucken. Na komm. So. Jetzt mache ich mir die hier mal rum. Und dann habe ich hier, jetzt muss ich aber, wie gesagt, ich muss jetzt gerade mal gucken. Ich habe nämlich, das wird sehr, 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 sehr knapp. Ich schneide mir jetzt nochmal ein neues Stück zu von unserem Designer-Acetat. Weil das habe ich nur auf 2,5 Inch geschnitten. Das ist mir jetzt aber ein wenig zu knapp. Das heißt, ich nehme hier ein Stück her. Ihr seht das Designer-Acetat, das, falls ihr das nicht kennt, das hat drei verschiedene, drei verschiedene Muster. Und ist auf der einen Seite Gold, auf der anderen Seite Silber. Und ich schneide mir das Ganze jetzt mal. Das schneide ich mir jetzt auch auf 3x3 Inch. Dann haben wir schön Platz. 3x3. Weil das andere mit der, ich hatte vorher die Sonnenstanze gehabt, da reicht 2,5 mal 2,5 Inch bei der Stanze jetzt nicht. Aber es ist ja kein Problem. Wir haben ja genügend Zeugs, ne? So. Passt. So, dann mache ich mir jetzt hier auch kleine Streifen. Das muss jetzt gar nicht so viel sein. Klebeband hier dran. Dann brauche ich jetzt meinen Piker. Na, ich habe hier vorne Kleber dran. So. Nehme jetzt überall meine Trägerfolie ab.
Und hier auch noch so. An dem Designer-Acetat habt ihr immer noch eine Schutzfolie drüber. Die ziehe ich mir jetzt ab. Und klebe mir das Ganze jetzt hier drauf. Und dann klebe ich mir jetzt die Box zusammen. Und zwar klebe ich mir jetzt nicht wie bei der normalen Box, dass wir das nach innen kleben, sondern das klebe ich jetzt hier nach außen. Und zwar hat das dann den Vorteil, wenn ihr, weil die Box ziemlich knapp bemessen ist, dass ihr mit den Teelichtern da drin, dass das nicht so drückt, weil das ist ja doch auch schon eine Lage Papier eben. So, und auf der anderen Seite auch. Und dann klebt ihr das Ganze jetzt hier zusammen. Stopp, stopp. Dass ich hier gerade bin. Und hier auf der anderen Seite auch. So, und fertig ist schon die kleine Box. Das heißt, ihr könnt sie jetzt einfach so hier verschließen. Ihr müsst ein wenig aufpassen. Was heißt, ihr müsst ein wenig aufpassen? Es ist im Endeffekt so, dass hier ja das Acetat drin ist. Das heißt, es kann sich als mal ein wenig verkanten. Dann müsst ihr einfach ein bisschen nachdrücken. So, jetzt. Hatte ich doch vorhin meine... Meine, wo sind sie denn? Meine Teelichter. Ach, die habe ich ja hier reingemacht. Moment. Sitzt, passt und hat Luft. Das kann jetzt hier noch. So. Wenn ihr möchtet, also ich habe es bei meinen gemacht. Das hätte man jetzt können mal vorher machen, Frau Hen. Mache ich mir hier so eine Eingriffmulde rein. Das heißt, ich nehme meine 1-Inch Kreisstanze her. Und gehe jetzt hier rein und stanze mir hier ein kleines Stück weg. Ist jetzt natürlich ein bisschen blöde, weil da noch das Acetat drin ist. Na komm, du packst es. Sie packt es nicht. Du packst es. Moment, ich mache das mal komplett raus. Komm schon. Du schaffst das. Sie schafft es nicht ganz. Jetzt muss ich mal gucken.
Also guckt, dass ihr das Acetat, wenn ihr das noch machen wollt, ein wenig kürzer schneidet, wenn ihr das ausstanzen wollt. Weil das ist jetzt ein bisschen, aber das bekommen wir hin. Okay, schön ist anders. So. Und nein, ich werde es nicht rausschneiden, weil nur so lernt man. Und ja, mich nervt dieser Hubbel hier so ein wenig, aber ich bräuchte jetzt rein theoretisch eine kleine Nagelfeile, die ich aber nicht habe, für da ein wenig drüber zu fahren. Egal. So. Seht ihr das hier? Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt wesentlich besser mache. Mal gucken mit meiner kleinen Schere, ob das hier besser geht. So, dann mache ich das jetzt mal in den Müll. So, und dann haben wir jetzt hier unseren Buchrücken. Ist ja praktisch wie so ein kleines Büchlein. Und das Ganze wird jetzt so hier reingeklebt. Beziehungsweise ich dekoriere später. So, dann brauche ich jetzt mal meinen Tombow. Jetzt gerade mal noch meine Silikonmatte, damit ich mir jetzt nicht wieder mein Papier so versippsche, falls mir ein wenig Tombow hier raus quillt beim Aufkleben. So, und dann setze ich mir das hier drauf.
dass das passt. Das passt. Drehe mir das Ganze um und reibe das hinten nochmal an. So, dann brauche ich jetzt noch mal ein wenig Klebeband. Und setze mir hier noch einen Streifen an und auf der Rückseite auch. Das ist jetzt für mein Band zu befestigen. Das setze ich mir auch nur hier in der Mitte auf, damit es vorne noch ein wenig Spiel hat, wenn ihr das Ganze bindet. Und dann habe ich jetzt hier vanillefarbenes Satinband. Da setze ich mir jetzt hier mein Band auf und lasse das Ganze, meine Bänderschere brauche ich noch, und schneide mir das Ganze hier vorne ab. Dann drehe ich mir das Ganze um, mache das hier auch so, setze mir das jetzt hier an. So, und dann nehme ich mein Designerpapier her. Das hat, wie gesagt, 3x3 Inch. Ihr könnt es, da ich das Ganze ein wenig weiter gemacht habe wie sie, könnt ihr das natürlich anpassen, dass ihr das noch ein wenig breiter schneidet. Ich finde diesen breiteren Rand hier aber schön. Deshalb habe ich das so gelassen. Dann nehme ich jetzt die andere Seite vom Designpapier. Diesmal nehme ich es hochkant. So, und auf der anderen Seite auch. So, und ich glaube, auf der Innenseite mache ich das jetzt auch so, weil dann hebt sich das noch ein wenig besser ab und mache ich das so oder mache ich das so? Nee, ich mache es so. Und das darf noch hier rein. Das hat übrigens die Maße, ich glaube, das habe ich gar nicht gesagt gehabt, 5/8 × 3 Inch. So. Und dann werden wir die Außenseite jetzt mal noch fix dekorieren. Oder ich mache innen jetzt schon mal fertig, dann kann ich das Ganze zubinden. Ich stempel mir jetzt noch einen Spruch, und zwar nehme ich den Stempel und ein großes Dankeschön für alles im vergangenen Jahr.
Und das Ganze stempel ich mir jetzt hier auf ein Reststück Vanille pur. Und das Ganze werde ich jetzt mit Espresso stempeln. Und stanze mir das Ganze jetzt mit der 1¾-Inch Kreisstanze aus. Ich mache das mal jetzt hier weg. So, und das Ganze setze ich mir dann noch hier drauf. Dann nehme ich mir jetzt meine Dimensionals her. Setz mir das Ganze jetzt hier drauf und meinen Kreis noch hier oben drauf. Jetzt bin ich nur am Überlegen, setze ich den flach oder setze ich den ein wenig höher? Ich setze ihn höher. Einmal neben den Mülleimer. So. Das darf dann hier rauf. Und das Ganze binde ich mir jetzt zu. Frau Hen hat hier ein wenig knapp bemessen. Na. Aber es geht noch. So, und dann habe ich jetzt hier ein Stück Chili. Und wir haben auch im Herbst-Winter-Katalog eine tiefe Prägenform, die nennt sich Wellpappe. Und da könnt ihr euch solch tolle Streifen oder, also der ist 6x6 Inch. Glaube ich, Moment. So sieht er aus. Ich glaube, er hat 6x6. Hat er 6x6 Inch. Und das habe ich mir geprägt. Und ich schneide mir jetzt das dementsprechend hier noch ein Stückchen ab. So ist gut. Und das Ganze klebe ich mir jetzt hier drauf. Auch wieder mit Dimensionals.
Das setze ich mir jetzt ein wenig rechtsbündig an. So, dann darf mein kleines Rentier, das habe ich mir schon gestempelt und ausgestanzt, das darf hier drauf. Ich werde jetzt hier oben am Geweih, da nehme ich mir jetzt meine kleinen Dimensionals her. Da setze ich mir jetzt zwei Stück, dass der ein wenig höher kommt, weil wir haben ja ein wenig Höhe von der Wellpappe. Und nehme mir hierfür ein wenig Tombow. Und setze mir das Ganze hier drauf. So, dann kann das ein wenig anziehen. Dann stempeln wir jetzt noch ein wenig. Und zwar schöne Stunden im Advent. Da brauche ich jetzt mal ein paar Blöcke. So, dann haben wir jetzt einmal schöne. Dann haben wir Advent. Stunden und im. So, und das stempel ich jetzt abwechselnd in Chili und Espresso. Ich habe hier noch Reste. Und hier auch. So, dann machen wir mal andersrum wie eben, machen schöne in Espresso. Dann im noch in Espresso. Dann brauche ich noch meinen Chili. Und Stunden. Falls ihr euch wundert, warum das so quietscht, ich habe hier nebendran meinen kleinen Scrubby liegen. Nicht Scrubby, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Unser neues Putztuch. Deshalb quietscht das hier nebenan so. Das mache ich mal an die Seite. So, und dann brauche ich jetzt nochmal meine Papierschere und schneide mir das Ganze in Stückchen, also passt mir das Ganze einfach an. Ihr könnt, wenn ihr da genau arbeiten wollt, natürlich auch mit dem Papierschneider arbeiten, aber
ist ja schließlich selbst gemacht und darf auch ein wenig schief sein. Finde ich. So, dann. Oh nee. Was habe ich denn jetzt weggepfeffert? Stunden. Ach, Frau Hen. Ich habe es noch gefunden. So, dann mache ich mir jetzt hier hinten überall auch noch mal Dimensionals drauf von den kleinen. Und dann habe ich jetzt hier auch noch. Ich glaube, ich habe nur noch zwei Sternchen. Nein, ich habe noch mehr Sternchen. Drei Sternchen. Die habe ich mir aus goldenem Glimmerpapier ausgestanzt. Und setze mir hier auch. Die Sternchen sind aus dem Set. Ihr findet es im Hauptkatalog mit der großen Treppe. Ich werde es euch aber natürlich auch auf meinem Blog verlinken. Ich weiß nämlich jetzt gerade nicht auswendig, wie es heißt. Da ist diese große Treppe mit dem Hundi und dem Tisch, wo ihr so eine Szene gestalten könnt. Da ist das Sternchen drin. So, jetzt muss ich mich beeilen. Mein Akku vom Handy ist leer. So. Und jetzt habe ich doch echt alles. Dann fange ich jetzt hier an. Und setze mir das hier drauf. Und dann kommen hier die Sterne noch drauf. Und fertig ist die Teelichtverpackung. So sehen sie aus. Ich hoffe, es gefällt euch und macht euch Lust aufs Nachbasteln. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und bis bald wieder. Tschüss!